In eurem Auftrag, in unserem Bestelltool, habt ihr die Möglichkeit, als erstes den Prozess auszuwählen. Hier habt ihr die Auswahl, festzulegen, ob ihr einen Farbfilm oder einen Schwarz-Weiß-Film entwickelt. Farbe C41, Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß-Film. Als nächstes kommt das Filmformat. Das ist die Unterscheidung zwischen dem Kleinbildfilm, der wohl für die meisten in Frage kommt, und dem Mittelformatfilm, der in den größeren Mittelformatkameras benutzt wird. Dann gebt ihr die Anzahl ein der Filme, die ihr einschicken wollt, die zu diesem Filmformat und dem Prozesstypen passen. Und dann wählt ihr aus, welche Scan-Auflösung ihr haben wollt. HD steht für ca. 2 Megapixel, 4K für ca. 8, 6K für 16 Megapixel. Unterhalb vom Scan habt ihr die Möglichkeit auszuwählen, ob ihr Bilder von euren Negativen haben wollt. Hier gibt es die Möglichkeit zu wählen das 10er Format, also 10x15, 10x13 oder 10x10. Oder 13er Format, das ist dann 13x18, 13x15 oder 13x13. Das hängt allerdings, wie gesagt, vom Negativformat ab. Das heißt, habt ihr einen Kleinbildfilm, sind es dann immer 10x15 oder 13x18. Beim Mittelformat hängt es von der Kamera ab, weil die Kameras unterschiedliche Belichtungen auf dem Mittelformat machen können. 6x6, 6x7, 6x9 und dadurch dann eben Bildgrößen wie 10x15, 10x13 oder 10x10. Im nächsten Schritt ist es entscheidend, dass ihr uns sagt, ob wir die Negative, wenn sie entwickelt sind und gescannt sind, an euch zurückschicken sollen oder ob wir das nicht tun sollen. Da gibt es also die Möglichkeit, DHL-Versand, kein Rückversand oder den Profi-Abholservice zu wählen. Entscheidend ist auch, dass wir von euch korrekte Daten über die Versandadresse haben. Das heißt also wichtig hier auch Straße und Hausnummer. Das haben wir leider sehr häufig, dass uns die Hausnummer fehlt. Und entscheidend auch die Telefonnummer bei Rückfragen aus dem Labor. Dann habt ihr am Ende die Möglichkeit, die Zahlung auszuwählen. Wir bieten digitale Zahlungen als PayPal-Zahlung an oder ihr bekommt eine Rechnung. Die wird dann beim Rückversand den Negativen oder den Bildern beigelegt.